Hallo Erika. Was gibt's denn, meine Gute? Du, Margret, heute Abend ist der Weigel vom BVB im Sportstudio. Ich dachte, mir platzt gleich die Currywurst. Darf denn der überhaupt schon so lange aufbleiben? Jetzt hör mal. Auf dem Platz ist er längst ein Großer. Als Sechser ist er ein absoluter Ballmagnet. Also meinen besten Sechser hatte ich im Swingerclub. Der bewegt sich taktisch geschickt, antizipiert und hat eine größere Passgenauigkeit als ein bayerischer Grenzbeamter. Hast du schon mal die dünnen Stelzen von dem gesehen? Die hat er wohl beim Knobeln mit einem Storch gewonnen, oder was? Elvira, hier sind Erika und Margret. Wir reden gerade über Weigel. Ein super Typ. Ich folge ihm auf Twitter. Und die Frisur, die ist raffinierter als das Steuervermeidungsmodell von Cristiano Ronaldo. Ist doch egal, wie der aussieht. Im defensiven Mittelfeld haben sie bei Dortmund Schein, Bender, Guerrero, Rode, Ginter oder Castro. Und wer spielt meistens? Naja, bei der EM hat der Weigel ja nur auch nicht wirklich ein Spiel gewonnen. Der hatte ja mehr Bankkontakte als Mario Götze. Hallo Ursula. Wir reden gerade von Weigel. Ja klar, das ist ein guter. Aber diese Augenbrauen... Nicht Theo, Julian Weigel, der Fußballer. Ach so, der Weigel. Ich kann ja mal in die Karten schauen. Oh, ich sehe eine dunkle Vergangenheit. Und die Zukunft ist Pep Guardiola. Oh, Senior Guardiola hat Skinny-Fit-Anzüge groß gemacht. Warum soll er nicht Weigel groß machen? Also ich meine, Dortmund ist ja auch keine Schönheit, aber Manchester können wir ja gleich nach Schalke wechseln. Die Stadt ist doch so hässlich wie mein Kühlschrank von hinten. Beruhige dich, Erika. Dein Blutdruck ist schon wieder auf Roger Schmidt-Niveau, mein Schätzchen. Nehmen wir ein Käffchen. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi. Anstößchen.